Es ist eins der letzten großen Abenteuer für echte Männer. Skispringen von der großen Schanze in Oberstdorf. Etwas für ganze Kerle wie Raphael, Jonas und Benjamin. Zugegeben, für Anfänger geht's auch eine Nummer kleiner. Die drei Brüder üben erstmal nebenan. Hat er eine gute Versicherung abgeschlossen vorher? Ja. Da ist doch, der Jonas ist leider Spezialist bei den Versicherungen. Ja. Ja, unser Bruder haben wir ja einen guten. Risikolebensversicherung ist schon abgeschlossen. Was meinst du? Risikolebensversicherung ist schon abgeschlossen. Anfassposition. Das heißt, ihr werdet versuchen, auf dem Ski draufzustehen. Er ist sozusagen die zweite Versicherung. Florian Krumbacher, Ex-Skispringer der Oberklasse, Bestweite 200 Meter. Heute liegt das Tagesziel deutlich darunter. Die Neulinge erstmal zum Hüpfen bringen. Jonas, der jüngste unserer Furchtlosen, darf als erster. Nur mit dem Timing ist das so eine Sache. Zu früh. Zu spät. Was ist das Schlimmste an der Den Rückhalt geben die Damen der Familie. Oma hilft Jonas mit dem Sportgerät, Mama gibt praktische Tipps. Schon der Urgroßvater der Familie war so ein waghalsiger und irgendwie schlagen Opas Gene auch bei den Enkeln durch. Letztes Jahr durften sie zugucken, das haben sie als Weihnachtsgeschenk bekommen und dieses Jahr hat mein Mann gesagt, ach ja, dann schicken wir sie einfach mal selber auf die Schanze. Man muss halt selber auf die Nase fallen. Erfahrung gilt auch auf der Schanze. Erste Runde hätte ich bitte von jedem gern, dass er im Prinzip einmal losfährt, aufrecht hinstellt, sich schön einen Schwerpunkt suchen, ich gescheit sauber auf dem Ski stehe und einmal nur über den Schanzentisch drüber fahren. Eigentlich ganz einfach. Und ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Frei nach dem Motto, runterkommen sie alle. Fragt sich nur, wie. Also bevor ich jetzt da runtergehe, möchte ich noch jemanden grüßen. Lole, danke. War eine tolle Zeit. Ach ja, Anja auch und Ena auch. Ja, spring jetzt nur, dass der Harem die Taschentücher stecken lassen kann. Dem Mutigen gehört die Welt. Sein Bruder kämpft allerdings noch mit der eigenen Courage. Kann mir einer kurz Hilfestellung geben beim Aufstehen? Ich kann mit Keine Schande. Eddie the Eagle hat auch mal so begonnen. Nicht jeder ist gleich von Anfang an ein Star. Waren 5,5. Also kurz bevor man in der Luft ist, denkt man echt, dass man hier definitiv fehl am Platz ist, aber ist schon richtig toll. Wenn man sich erstmal traut, von da oben wegzuspringen, ist es wirklich gut. Benjamins Selbstbewusstsein wächst auf Schanzenniveau und 150 Euro Kursgebühr machen sich bezahlt. Passiert ist noch nie was. Also es ist dazu ist die Schanze aber einfach zu klein, dass großartig was passieren kann. Es ist am Anfang, merkt man oft bei den Teilnehmern, die ersten zweimal ist wirklich Unsicherheit mit dabei. Sobald sie dann wirklich merken, wie sich der Auslauf verhält mit unten Radiusdruck und so weiter, fahren sie alle ohne Probleme durch. Der innerfamiliäre Kampf geht los, ne? 7 Meter? Es geht also ganz gut. Zweistellig schaffen wir noch. In Sachen Haltungsnote steckt allerdings noch Potenzial. Und einen Favoriten gibt's auch schon. Ich sag Jonas, aber 100% glaube ich. Der macht es bis jetzt am besten. Ich denke, ich habe ihm einige Meter abgenommen. Sie steigern sich gegenseitig hoch und das ist eigentlich auch ganz das Schöne mit dabei. Wenn man so Weiche hat, die so ein bisschen Wettkampffeeling mit reinbringen, dann läuft es eigentlich ganz locker und gut ab. Ich nehme das alles ganz locker. Im Finale kämpfen die Brüder nach allen Regeln der Kunst, auch unerlaubten. Er versucht mit miesen Materialtricks sich einen Vorteil zu verschaffen. Jetzt hat er gemerkt, dass meine Ski besser laufen, jetzt hat er versucht, meine Ski zu klauen, aber Gott sei Dank sind hier Nummern drauf. Das habe ich durchschaut. Das Spiel. Scheiße war's. Konkurrenzkampf wie bei echten Springern. Adler sind sie zwar noch nicht, aber Geier fliegen ja auch. Mehr als 15 Meter weit. Mama wird umgehend zur Sportreporterin für die Daheimgebliebenen. Raphael ist, glaube ich, hinten. Ich weiß gar nicht mehr, 8 oder 9. Ja, ja. Aber jetzt kommt die letzte Chance. Die sind jetzt schon auf dem Balken. Ich gebe nochmal dann durch, ne? Für die Brüder geht's jetzt ums Ganze. Kein Pokal, kein Geld, viel besser. Wer gewinnt, hat eine Woche lang keinen Spüldienst. Dafür geht jeder an die Grenze. Wenn man ein bisschen wackelt, dann ist halt beim allerersten Sprung gemerkt. Ein bisschen wackeln und dann kann es leicht sein, dass es sich weghaut. Und du? Ah, ich bin ganz zufrieden mit dem letzten. Da hätte mehr drin sein müssen.
Feintuning auf höchstem Niveau. Mentale Stärke ist gefragt. Der Höhenflug kommt dann von ganz allein. Man hat wirklich das erste Mal richtig das Gefühl, man fliegt. Also nicht so hier wie beim alpinen Ski, dass man mal kurz über den Buckel springt, sondern einfach mal richtig, richtig weit springt. Und es macht einfach riesig Spaß, auch mit so einer Geschwindigkeit da runterzufahren. Wahnsinn. Jonas. Jonas, ausgerechnet der Jüngste, ist Sieger im Brüderduell. Und Raphael darf seiner Mutter eine Woche lang beim Spülen helfen. Guck doch nicht so grimmig, Raphael. In der Niederlage liegt halt die wahre Größe.